Schau verklären sich Personen und Ereignisse. Das Wort Kultur hat einen hehren Klang. In der Mephisto-Büste an das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg zurückgekehrt. Hiermit enthülle ich die Büste und übergebe sie offiziell dem Deutschen Schauspielhaus. Möge sie den Geist des Hauses inspirieren, denn Gustav Gründgens war und ist ein Maßstab. Viele Schauspieler, die damals zu dem berühmten, ja geradezu legendären Ensemble Gustav Gründgens gehörten, sind zu dieser Zeremonie gekommen. Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg war eines jener öffentlich subventionierten Theater, die bei zunehmendem Wohlstand in zahlreichen Städten der Bundesrepublik aufblühten. Im zerstörten und geteilten Deutschland hatte Berlin nach dem Ende des Krieges seine Rolle als kulturelles Zentrum verloren. Wir wollen uns in dieser Sendung auf zwei Theaterpersönlichkeiten konzentrieren, auf Gustav Gründgens und auf Bertolt Brecht. Mit einem klassischen, konservativen Konzept hatte Gründgens über 30 Jahre lang das bürgerliche Theaterverständnis geprägt. Als Chef der Berliner Staatstheater im Dritten Reich, wie als Intendant in Düsseldorf und Hamburg während der Adenauerzeit. Bertolt Brecht ist in fast jeder Beziehung sein Gegensatz. Der Dichter kehrte 1949 aus der Emigration nach Deutschland zurück, und zwar in die DDR. Hier gründete er mit staatlicher Hilfe das Berliner Ensemble, das später ein eigenes Haus im ehemaligen Theater am Schiffbauer Damm bezog. Einer der ersten Mitarbeiter Brechts war Peter Palitsch. Sie waren das erste Mitglied des Berliner Ensembles. Warum sind Sie da hingegangen? Was hat Sie da erwartet? Na, für mich war es das große Los. Brecht war ein berühmter Autor. Ich kannte seine Songs, die waren vor der Nazizeit ja schon bekannt. Es war eine Möglichkeit, Theater an dem absolut idealen Ort zu studieren. Für Brecht, glaube ich, war es die Möglichkeit, nach so langer Zeit, wo er nur Stücke geschrieben hatte, aber sie nie auf der Bühne gesehen hatte oder in sehr unvollständigen Aufführungen, unter idealen Bedingungen sie in der Praxis anzuwenden. Was die Erwägung der Regierung war, denke ich, einer der größten Schriftsteller kam zurück und entschloss sich, in der DDR zu bleiben. Er war ein marxistischer Schriftsteller und man erhoffte sich eine außerordentlich qualifizierte Form von politischer Auseinandersetzung. Und das Ziel des Berliner Ensemble, das Politische, ist oft genug formuliert worden. Es war ein Programm, den Faschismus eben nicht nur in den Städten, sondern vor allem in den Köpfen zu beseitigen, um Platz zu machen für einen kühnen und realen Humanismus. Und dazu waren die Mittel angetan, das schreierische, verlogene Göring-Theater durch ein vernünftiges Theater zu ersetzen, was dann fälschlicherweise immer als Brecht-Stil genommen wurde, also die Kargheit und die Nüchternheit der Courage-Aufführung zum Beispiel. Darüber hinaus ist sein Theater ja ein dialektisches und das vom Marxismus geprägt ist, allerdings nicht von einem dogmatischen Marxismus, sondern es war eine souveräne Anwendung des lebendigen Marxismus auf das Theater. Und die erste Courage-Aufführung 1948 war denn auch eigentlich eine Sternstunde für das Theater hier bei uns, aber auch, ich würde sagen, für die Welt. Denn mit dem Courage-Wagen kam nicht nur die Gedanken des Friedens und des Neubeginns und des Aufbruchs zur Vernunft in Gang, sondern auch eine neue Art Theater zu spielen. Was noch nicht gestorben ist, das macht sie
Brecht-Theaters zu verstehen als der Versuch, so weit wie möglich ästhetische Mittel, künstlerische Mittel, Mittel des Kommentars und der großen Schauspielkunst zu entwickeln, die Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Realität zu erfassen. Und zwar zu dem Zweck, Brecht hat es formuliert, dass man das Vorgefundene auf der Bühne nicht akzeptiert, hineinschlingt oder hineinfrisst wie warme Semmeln oder dass man Glaubensbekenntnisse ablegt, sondern dass man in der Lage ist, vergnüglich selbst zu analysieren. Das heißt, es ging um die Mündigmachung des Zuschauers, das natürlich den Zweck hat, den Zuschauer in die Lage zu versetzen, genussvoll, mit Gefühl, mit Verstand, mit seiner Ganzheit, mit Erlebnissen und Entdeckungen, sagen wir mal, doch diese Welt als machbar und änderbar zu begreifen. Nun war das Berliner Ensemble hier ein Kollektiv. Wie funktionierte das als Kollektiv und was war auch die Idee des Kollektivs? Ganz sicher war der Trick bei dem Kollektiv, dass der Brecht zu souverän war, Stückeschreiber und Regisseur zugleich, dass er auf eine sehr zurückhaltende Weise wirklich sozusagen alles beantworten konnte. Aber er hatte doch sehr, sehr viele Mitarbeiter, also junge Regisseure, junge Dramaturgen, was auch nicht geteilt war in Dramaturgie und Regie, sondern es war eine Gruppe von jungen, meist jüngeren Leuten um ihn herum, die mit ihm zusammen Aufführungen entwickelten. Und der Brecht tatsächlich, ich denke, jeden, ein Bühnenarbeiter oder wem, zum Mitarbeiter heranzog, weil es wurde nur der Wert eines Vorschlags oder einer Kritik geprüft und nicht, wer es gesagt hatte. Brecht war unfähig, allein zu arbeiten und das ist seine Kommunikationsfreudigkeit ist eines seiner wahrscheinlich produktivsten Seiten. Brecht brauchte das Gespräch und das zahlte sich natürlich dann bei den Schülern, bei uns sehr aus, weil wir vom ersten Tag unseres Hierseins in die Gespräche einbezogen worden sind und Brecht in Dialogen seine oft springenden dialektischen Gedanken entwickelten, die eben auch ihre Lebendigkeit daher bezogen, da sie im Gespräch entstanden. Ein Ergebnis solchen dialektischen Denkens ist die Theorie vom epischen Theater. Ein Beispiel dafür aus Mutter Courage. Katrin, die stumme Tochter, ist auf einem Botengang überfallen und verletzt worden. Sie ist für ihr Leben gezeichnet. Hoffentlich ist sie nicht verunstaltet. Eine Narbe wird bleiben. Auf den Frieden braucht die nicht mehr warten. Die Sachen hat sie sich nicht nehmen lassen. Ich hätte sie vielleicht nicht so einschärfen sollen. Nicht wissen, was in der ihren Kopf vorgeht. Einmal ist sie eine Nacht ausgeblieben, nur einmal in all die Jahre. Ich habe nicht herausgebracht, was die erlebt hat. Ich habe mir eine Zeit lang darüber den Kopf zerbrochen. Jo, das ist der Krieg. Eine schöne Einnahmequelle. Jetzt begraben Sie den Feldhauptmann. Das ist ein historischer Augenblick. Mehr ist ein historischer Augenblick, dass meine Tochter übers Auge haut haben. Die ist schon halb kaputt. Ein Mann kriegt ihn nicht mehr. Dabei ein solcher Kindernarr. Stumm ist auch nur wegen dem Krieg. Ein Soldat hat ihr als Kleines was in den Mund geschopft. Den Schweizer Kass sehe ich nicht mehr. Und wo der Eilef ist, weiß Gott, der Krieg soll verflucht sein. Ich lass mir den Krieg von euch nicht madig machen. Es heißt, er vertilgt die Schwachen, aber die sind doch auch hin im Frieden. Nur der Krieg nährt seine Leute besser. Eigentlich ist das ja wirklich wieder ein sehr charakteristisches Beispiel für episches Theater. Die Courage sagt zu sagen, mir ist es nicht ein historisches Ereignis, dass der Feldherr begraben wird, sondern dass meine Tochter eine Wunde geschlagen hat. Das heißt, das Historisieren, das ist ja eigentlich das richtigere Wort für episches Theater, für Episieren. Das Historische sozusagen wird herausgekehrt, aber sozusagen vom politischen Standpunkt jedes einzelnen Menschen aus betrachtet. Und dieser harte Schnitt, dass sie unter dem Eindruck des Schicksals ihrer Tochter,
den Krieg verflucht und zwei Sekunden später in einer anderen Situation, wo sie ihren Schnitt gemacht hat, den Krieg lobt als den Brotgeber, den sie sich nicht madig machen lässt. Dieses harte Aneinanderreihen zweier Gesichtspunkte ergibt für Marxisten, glaube ich, das sei ein bestimmtes Bewusstsein, weil sehr stark sozusagen die Urteile der Courage abhängig sind von der jeweiligen menschlichen und ökonomischen Situation und sie zerfällt in die Händlerin und in die Mutter. Also mir ist vor allen Dingen aufgefallen, das waren ja die ersten Eindrücke, dass immer viel Wert auf die historische Wahrheit gelegt wurde. Und da habe ich ein sehr schönes Beispiel. Das ist die Schlussszene in Mutter Courage, wo die Soldaten kommen und den Bauernhof überfallen und die stumme Katrin auf dem Dach dann trommelt. Und Brecht und die Bauern regen sich natürlich auf und sagen, Herr Fähnrich, lassen Sie unser Vieh leben und wir haben schon bald nichts mehr. Und die Schauspieler haben das also mit großer Werbe gespielt und Brecht sagte, immerhin ist das schon gegen Ende des 30-jährigen Krieges, also diese Bauern haben wahrscheinlich ähnliche Überfälle mehrfach erlebt, da kann man sich nicht mehr so aufregen. Das ist mehr mechanisch, wenn man sich auf die Knie wirft und sagt, ach Herr Fähnrich, lassen Sie uns doch das Vieh und so weiter und so weiter. Es wird also heruntergebetet wie eine Litanei. Und das hat auf mich einen ganz, ganz großen Eindruck gemacht, eigentlich als überhaupt Schlüsselerlebnis, um zu begreifen, was ist episches Theater, was heißt es, um zu zeigen, wie die Menschen durch ihre Umwelt geprägt werden. Und so auch die Stadt, sie ist auch in deiner Hand und der Feind steht vor den Toren mit großer Macht. Gedenk der Kinder, wo bedroht sind, der Allerkleinsten besonders, der Greise, wo sich nicht rühren können und aller Kreatur. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die Schlussszene aus Mutter Courage. Feindliche Soldaten sind plötzlich aufgetaucht, die stumme Katrin, gespielt von Angelika Horwitsch, versucht die schlafenden Bewohner der Stadt vor dem Überfall zu warnen. Hol sie runter, schnell, die bringt uns ins Unglück! Hör auf, du Vieh! Die Kaiserlichen auf uns ziehen! Ich bewehr dich! Hast denn kein Mitleid? Hast du gar kein Herz? Hin sind wir, wenn die auf uns kommen! Ich bekam natürlich mehr und mehr Gefallen an dieser Szene und benahm mich anscheinend da oben ganz heldisch, dass die also trommelt, obwohl man sie bedroht mit allen möglichen Musketen, die man da aufstellt und sagt, wir schießen dich runter. Also ich benahm mich sehr heldisch und Brecht sagte, das stimmt auch nicht. Die hat Angst. Angst hat man immer. Nicht? Und da musste also das Heldische wieder weg. Wir müssen den Hof anzünden. Ausräuchern müssen wir sie. Wo ist ein Scheit? Nützt doch nichts, Herr Hauptmann. Wenn die in der Stadt hier Feuer sehen, dann wissen die doch alles. Sie lacht uns aus. Ich halt's nicht aus, ich schieß sie runter und wenn alles hin ist. Hol die Kugelbüchse. Herr Hauptmann, ich hab's. Da drin steht ihr Wagen. Wenn wir den zusammenschlagen, dann hört die auf, die haben nichts als den Wagen. Hey du! Wir hauen deinen Wagen zusammen, wenn du dich mit Schlagen aufhörst. Wo bleibt der Reichskerl mit der Kugelbüchse? Ich kann in der Stadt hinter nichts gehört haben, sonst möchten wir Geschütz hören. Sie hören dich gar nicht. Ja, Brüstert Schaumvormund, Fähnrich, Sie kommen vors Kriegsgericht. Und jetzt schießen wir dich ab. Ein letztes Mal. Schmeiß die Trommel runter. Schlag weiter! Sonst sind alle hin! Schlag weiter!
Schluss ist mit dem Lärm. Sie hat's geschafft. 1951 inszenierte Bertolt Brecht Die Mutter, ein Stück aus der Zeit der Russischen Revolution, das er nach dem Roman von Maxim Gorki schrieb. Arbeiter demonstrieren am 1. Mai. Ich habe 20 Jahre lang der Bewegung angehört. Ich war einer der Ersten, die im Betrieb revolutionäre Aufklärung verbreitete. Wir haben um die Löhne gekämpft und um bessere Arbeitsbedingungen. Dabei habe ich im Interesse der Kollegen oftmals mit den Unternehmern verhandelt. Anfangs voller Feindschaft, aber dann, ich gebe es zu, dachte ich, es ginge anders leichter. Wenn wir unsere Macht vermehrten, dachte ich, würden wir mitzubestimmen haben. Das war wohl falsch. Jetzt stehe ich hier. Hinter mir sind es schon viele Tausende. Aber vor uns steht wieder die Gewalt. Sollen wir die Fahne weggeben? Gib sie nicht weg, Smilgin. Es geht nicht durch Verhandeln, sagten wir. Lagea Vlasova sagte ihm, du musst sie nicht weggeben. Gegen eine friedliche Demonstration kann die Polizei nichts haben. Und in diesem Augenblick schrie ein Polizeioffizier uns zu, gebt die Fahne heraus. Und Smilgin sah hinter sich und sah hinter seiner Fahne unsere Transparente. Auf den Transparenten unsere Losung. Und hinter den Transparenten standen die Streikenden von den Suchinow-Werken. Und wir sahen hin, was er neben uns, einer von uns, mit der Fahne machte. 20 Jahre in der Bewegung, Arbeiter, Revolutionär, am 1. Mai 1905, Vormittag, 11 Uhr, an der Ecke des Erlöser-Boulevards im entscheidenden Augenblick. Er sagte, ich gebe sie nicht weg. Es wird nicht mehr verhandelt. Gut, sagten wir, so ist es recht. Jetzt ist alles in Ordnung. Ja, sagte er und fiel von über auf sein Gesicht, denn sie hatten ihn schon abgeschossen. Die Fahne lag neben ihm. Da bückte sich unsere Pelageja Vlasova, die ruhige, gleichmütige, die Genossin, und griff nach der Fahne. Gib die Fahne her, Smilgin, sagte ich. Gib sie nur her. Ich werde sie schon tragen. Das wird alles noch anders werden. Damals war es natürlich eine außerordentlich genaue Demonstration epischen Theaters. Es wurde eigentlich berichtet über etwas, was stattgefunden hatte, aber es wurde auch nicht frei berichtet, sondern bis zum gewissen Grad entsprach das Arrangement oder diese Bewegung am Ort der Schauspieler entsprach auch andererseits doch wieder der Situation. Ein Mann wurde erschossen, er fiel um, die Frau nahm die Fahne. Also es war eine merkwürdige übersetzte Form, die Dramatik auf eine andere Weise, würde ich sagen, definiert als am sogenannten dramatischen Theater. Das war natürlich die Aufforderung damals 1951 an oftmals durch den Krieg gezeichnete, deprimierte Leute, die sich am Boden glaubten, als Ermunterung. Denn die Mutter ist eine, sagen wir mal, die Figur bei Gorki und bei Brecht noch mehr, eine von der Zeit überholte, von ihrem eigenen Sohn überholte, das Haustier, das zu nichts mehr nütze ist, als ihrem Sohn die Suppe zu kochen, die noch dazu, wozu sie nicht mehr die Mittel hat. Und wie diese Figur nun nicht zum glanzvollen Helden wird, sondern sich verschwendet und verwendet in Zeiten bewegter Geschichte und dadurch nicht nur lesen und schreiben lernt, sondern zur Persönlichkeit wird und zum Menschen wird, diese Menschwerdung, war natürlich damals die politische Absicht. Ihr wollt also lesen lernen. Ich begreife zwar nicht, wozu ihr das in eurer Lage brauchen könntet. Die meisten sind auch schon etwas alt dafür, aber ich will es Frau Vlasova zuliebe versuchen. Habt ihr alle was zum Schreiben? Also, ich schreibe jetzt drei einfache Wörter an. Ast. Nest. Fisch. Ich wiederhole. Ast, Nest, Fisch. Bitte, muss es eigentlich gerade Ast, Nest, Fisch sein? Wir sind alte Leute und möchten doch gern rasch die Wörter lernen, die wir brauchen.
Sehen Sie, woran Sie das lesen lernen, ist doch völlig gleichgültig. Wieso? Wie zum Beispiel schreibt man Arbeiter? Das interessiert uns an Pavel Sigorski. Ast kommt doch nie vor. Er ist Metallarbeiter. Ja, aber die Buchstaben kommen darin vor. Aber in dem Wort Klassenkampf kommen da auch die Buchstaben vor. Ja, aber ihr müsst mit dem Einfachsten anfangen und nicht gleich mit dem Schwierigsten. Ast ist einfach. Klassenkampf ist viel einfacher. Es gibt doch gar keinen Klassenkampf, das wollen wir zunächst einmal feststellen. Dann kann ich von Ihnen nichts lernen, wenn es bei Ihnen keinen Klassenkampf gibt. Du sollst hier lesen und schreiben lernen. Und das kannst du auch. Lesen ist Klassenkampf. Ich halte das alles einfach für Unsinn. Was soll das jetzt wieder heißen? Lesen ist Klassenkampf. Ach, wozu dieses Gerede überhaupt? Nachschreiben. Also das heißt Arbeiter. Fjodor Trofimowitsch, lesen ist Klassenkampf. Damit meinte ich, wenn die Soldaten in Twer unsere Transparente hätten lesen können, hätten sie vielleicht gar nicht auf uns geschossen. Es waren lauter Bauernsöhne. Er versucht ja den in Deutschland so verhängnisvollen Bruch zwischen Lernen und Vergnügen, zwischen Theorie und Praxis und Philosophie und Revolution aufzuheben, in dem Sinne, dass man feststellte, dass das Lernen, Entdecken außerordentlich vergnüglich sein kann. Brechts Vorstellung von Unterhaltung war eben, dass mit politischen, wissenschaftlichen Einsichten allein die Menschen nicht zu bewegen ist durch das Theater, sondern er sagte, das Theater kann nicht die Welt verändern, aber es kann die Lust am Verändern erwecken. Es kann Menschen, sagen wir, es kann nicht soziale Bewegungen ersetzen, das war ja der Irrtum 1968, oder es kann gar voluntaristisch, was in der Wirklichkeit nicht erreicht wird, nun auf dem Theater erreichen, sondern er sagte, Theater kann Menschen auf Veränderungen neugierig machen, wissbegierig, zornig, heiter und auch die Verdrossenheit oder sagen wir mal auch die Bestürzung und Betroffenheit zählt zu jenen Auslösern, die ja auch unterhaltend sind. Finsterer Zeit blutiger Verwirrung, verordneter Unordnung, planmäßiger Willkür, entmenschter Menschheit, wollen wir wieder einführen Gott. Wenig berühmt nur mehr, fast schon berüchtigt, nicht mehr zugelassen an den Stätten des wirklichen Lebens, aber der untersten einzige Rettung. Darum haben wir uns entschlossen, für ihn die Trommel zu rühren, auf dass er Fuß fasse in den Quartieren des Elends und seine Stimme erschalle auf den Schlachthöfen. Die Uraufführung der heiligen Johanna der Schlachthöfe fand nicht in Berlin, sondern in Hamburg statt. Gustav Gründgens inszenierte dieses Stück Brechts über Börsenjobber, Ausbeuter und Wirtschaftsspekulanten 1958 aufgrund einer alten Verabredung, die zwischen dem Dichter und dem Regisseur bereits 1932 getroffen worden war. Die heilige Johanna der Schlachthöfe blieb das einzige Stück von Bertolt Brecht, das Gründgens aufgeführt hat. Die Unterschiede zwischen beiden Theaterleitern waren groß. Brecht ging es in seiner Arbeit um die politische Botschaft und die historische Wahrheit, Gründgens um die ästhetische Perfektion. Das Programm des Berliner Ensembles wurde nicht nur von Brecht, sondern auch von den Mitarbeitern und der politischen Idee bestimmt. Die Arbeit des Deutschen Schauspielhauses war allein auf die Person Gustav Gründgens konzentriert. Die theatralischen Höhepunkte ereigneten sich, wenn Gründgens selbst inszenierte, wenn er selbst als Schauspieler brillierte. Was sonst stattfand, ging oftmals über das Niveau eines mittleren Stadttheaters kaum hinaus. Eines allerdings eint Brecht und Gründgens. Sie hatten beide keinerlei Sinn für das absurde Theater,
das seit dem Beginn der 50er Jahre als eine Gegenbewegung zu traditionellen Theaterformen Verbreitung fand. Weder Brecht noch Gründgens haben je ein Stück von Samuel Beckett oder Eugène Ionesco in ihren Spielplan aufgenommen. Gustav Gründgens kam 1956 als Intendant ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Zuvor hatte er etliche Jahre lang das Theater in Düsseldorf geleitet. Sein Regieassistent und enger Mitarbeiter war über ein Jahrzehnt Karl Viehbach. Er war Intendant, Regisseur, Schauspieler, Menschenführer, Geschäftsführer, ein außerordentlich geschickter Taktiker und vielleicht einer der ganz wenigen, der in der Lage war, ein Theater so zu führen, dass es prägend auf viele, viele andere Theater und auf eine Zeit und auch auf Autoren wirken konnte. Wie hat er sein Theater geleitet? Tja, eigentlich nannten wir das immer im Rembrandtschen Halbdunkel. Man wusste nicht genau, was der Chef vorhat, aber er hatte immer einen Plan und immer ein Ziel. Und er hatte natürlich eine ungeheure Kraft, das war sein Ensemble. Er wäre als Gastregisseur von Flughafen zu Flughafen eilend heute wahrscheinlich nicht so bedeutend gewesen. Das Ensemble war natürlich irgendein Kreis von Menschen, den Gründgens ausgesucht hatte, den er ausprobiert hatte. Die Elemente, die nicht zu ihm passten, die wurden einfach so ganz langsam ausgeschieden. Es blieb dann der Kern eines Kreises von Menschen zurück, die ihn sehr mochten, die ganz auf ihn eingestellt waren und die bei aller Kritik doch irgendwie konform mit ihm gingen, dieselbe Anschauung vom Theater hatten. Er hatte eine große festliche Anschauung des Theaters. Das Theater ist ein hochgespannter Raum und darin sehen wir das, sahen wir das ganz ähnlich. Man kann nicht einfach so gewissermaßen mit den Händen in den Hosentaschen, geistig gemeint, auf die Bühne herausmarschieren und meinen, das wäre schon Kunst. Sondern es ist ein ausgesprochen hochgespanntes Trapez, in dem sich, wenn der Vorhang auf ist, also die Dinge dort ereignen. Und auch das sogenannte Einfache und Direkte und Natürliche ist ein Kunstprodukt, das erst auf dem Umweg über sprachliche Gestaltungen, über genaue Überlegungen und aus dem Gefühl heraus, dass es eine überhöhte Situation ist, in der wir oben auf der Bühne vor den Menschen stehen, die dann erst zum Tragen kommt und wirklich künstlerisch sauber und exakt entfaltet werden kann. Also er mochte überhaupt keine Natürlichkeit auf der Bühne und keinen Naturalismus. Er hätte niemals in seinem Leben einen Hauptmann inszenieren können. Oder auch bei Ibsen hätte er wahrscheinlich schon große Vorbehalte gehabt. Nachtasyl von Gorki, undenkbar. Also atmosphärisches Theater mit Chargenmitteln gespielt, mit Husten und Röcheln und Kratzen und Schlurfen und all diese Dinge, das war ihm ein Gräuel. Theater musste Stil sein, musste die Wirklichkeit überhöhen, wiedergeben, aber verkürzt wiedergeben oder verbessert wiedergeben. Und das war also eine ganz, ganz große Maxime unseres Hauses, dass das Theater unnatürlich ist. Dieser Stil bestimmte insbesondere die großen Klassikeraufführungen von Gustav Gründgens. Wie zum Beispiel Schillers Wallenstein, Shakespeares Hamlet, Dantons Tod von Büchner, um nur einige zu nennen. Und natürlich Gründgens berühmteste Regiearbeit, Faust I und Faust II. Merkwürdigerweise sind in den Film- und Fernseharchiven kaum Szenen daraus zu finden. Eher zufällig erhalten ist ein Ausschnitt aus dem Faust mit Will Quadflieg in der Titelrolle und Gustav Gründgens als Mephisto. Wie von dem Fenster dort der Sakristei aufwärts der Schein des ewigen Lämpchens flämmert und schwacher und schwächer seitwärts dämmert und Finsternis drängt ringsum bei, so sieht's in meinem Busen nächtig. Und mir ist wie dem Kätzlein schmächtig, das an den Feuerleitern schleicht, sich leistern um die Mauern streicht. Mir ist ganz tugendlich dabei. Ein bisschen Diebsgelüst, ein bisschen Rammelei, so spukt mir schon durch alle Glieder die herrliche Walpurgisnacht. Die kommt uns übermorgen wieder. Da weiß man doch, warum man wacht. Jetzt, da der Himmel voller Sterne glüht, sollt ihr ein wahres Kunststück hören. Ich singe ein moralisch Lied, um sie gewisser zu betören. Was
machst du mir vor Liebchenstür, Katrinchen hier bei frühem Tagesblicke. Lass, lass es sein, er lässt dich ein, als Mädchen ein, als Mädchen nicht zurücke. Prapapam, prapapam, param, papapapa, ja, 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 ram, papapapam. Nicht zurück. Nehmt euch in Acht, ist es vollbracht, dann gute Nacht, ihr armen, armen Dinger. Habt ihr euch lieb, tut keinem Dieb, nur nichts so lieb, als mit dem Ring am Finger. Als mit dem Ring am Finger. Wen lockst du hier bei mir, Element? Zum Aleteiter Rattenfänger. Zum Teufel erst das Instrument, zum Teufel hinter drein den Sänger. Herr Doktor, nicht gewichen, frisch, hart an mich an, wie ich euch führe. Heraus mit eurem Fleder, wie schaff. Nur zugestoßen, ich pariere. Pariere den. Gewiss. Auch den. Warum denn nicht? Ich glaube, der Teufel fickt. Was ist denn das? Sollte die Hand mir lassen? Du! Oh, weh! Nun ist der Lümmel zahm. Nun aber fort. Den Gründges interessierte eigentlich immer eine einzige Beziehung. Als er zum Beispiel den Faust machte, da las er das Buch Heller als tausend Sonnen von Robert Jung. Und die Atombombe und die Möglichkeit, die Materie aufzubrechen und das Weltall zu erobern, das war für ihn so faszinierend, dass er ganz spontan seine ganze Faustinterpretation auf dieses Buch abstellte oder sich von diesem Buch beeinflussen ließ. Und dann sagt er, der Faust muss ein Mann sein, der also eben die Atombombe ausdenken kann. Die Dekoration ist dem Atomium, das war damals gerade die Weltausstellung in Brüssel, verwandt. Alles andere, was wir da haben, biedermeierliche Butzenscheiben und Blumenrabatte und Osterspaziergangsniedlichkeiten, Spieloper, Dinge fliegen alle raus. Wir gehen diesen Weg dieses Mannes mit. Und der wird begleitet vom Mephisto. Und alles, was wir weglassen können, lassen wir weg. Erbarmungslos bis zum letzten Moment. Und so wurde die Aufführung immer mehr skelettiert. Aber der Schauspieler, das Wort, trat immer mehr in den Vordergrund. Und so wurde es meiner Ansicht nach ein großes rhetorisches Theaterstück, das sich so faszinierend spielte, weil es so einfach ablief. Gründgens hat ja den Mephisto mehrfach gespielt. Ja. Hatte er selbst etwas von einem Mephisto? Ja, er hatte viel davon. Wir hatten oft das Gefühl, dass er mit dem Teufel im Bunde war. Und er hatte auch manche Tage, wo ihm alles gelang. Und er wusste auch, dass ihm an diesem Tage viel gelingen würde. Diese merkwürdige, luzide Ausstrahlung, diese Distanziertheit und dieses merkwürdige, schmale und genaue, ironische Gesicht. Die ganze Aura dieses Mannes hatte ja so etwas, das ihn prädestinierte für diese Rolle. Ich habe ihm auch gesagt, wenn Sie da im Stuhl sitzen, sieht es immer so aus, als ob Sie 180 Kilometer Geschwindigkeit fahren. Wenn er nur ganz ruhig ist, weil immer so etwas stromlinienhaft Schnelles, Virulentes um ihn herum. Gründgens als Mephisto in jener Szene, wo der Teufel den Professor spielt. Als Schüler trat Uwe Friedrichsen, damals noch ein Anfänger und von Gründgens entdeckt, in seiner ersten großen Rolle auf. Er wollte den Schüler frech haben, präpotent, wie die Rolle eigentlich ist. Und entsprechend hat das auch mit mir gearbeitet. Und das Problem in der Arbeit war eigentlich, diesen großen Respekt und die Verehrung, die ich für ihn hatte, radikal abzubauen und als Schüler zum Mephisto rotzfrech zu sein. Das fiel mir zunächst sehr schwer. Wie hat er die Frechheit bei Ihnen rausgeholt? Auf ganz verschiedene Weisen, nicht? Da konnte er einen auch sehr reizen. In der Szene kommt zum Beispiel eine Ohrfeige vor. Und er hat mir manchmal eine geknallt, dass ich dachte, mir fliegt der Kopf weg. Und hat dadurch natürlich eine Wut erzeugt in mir,
die mich nun wiederum befähigte, ihm Paroli zu bieten, ihm Kontra zu geben, ihm etwas entgegenzusetzen, was ich dann wieder in Frechheit äußerte. Und so hatte er verschiedene Wege, etwas aus Leuten rauszuholen. Aber er konnte ebenso gut herrlich erklären, nicht? Eben mit sehr, sehr witzigen Formulierungen und Sachen aus einem herauslocken, von denen man bis dato gar nicht gewusst hatte, dass sie in einem drin sind. Wie arbeitete Gründgens als Regisseur? Kam er mit einem festen Konzept auf die Probe? Nein, er ließ sich überhaupt nicht in die Karten gucken. Er kam so, dass er fast unvorbereitet wirkte. Er wollte auch niemals auf der Bühne irgendwelche großen Vorbereitungen haben. Am liebsten war ihm die leere Bühne und ein einfacher Stuhl und eben sein Stuhl, auf dem er saß. Und dann hatte er in der Tasche irgendein Reklamheft, das er nicht genau eingerichtet hatte. Und dann fing er an, die erste Szene zu machen. Es ergab sich alles aus der Praxis und aus der Arbeit. Also Konzeptionsgespräche, wie sie heute üblich sind, oder theoretische Einlässe in einen Vorgang, hätte er sich gar nicht geleistet. Er wollte unmittelbar und ganz schnell mit dem Schauspieler irgendein Ergebnis. Und wenn es ein falsches war. Und dann entwickelte er aus diesem Vorgang ganz schnell eine Alfresco-Malerei, nannte er das, also eine großflächige Anlage der Inszenierung. Und wenn das fertig war und jeder wusste, die Sache hat einen Anfang und ein Ende, dann fing er an, im Detail zu arbeiten. Es gibt ja von ihm keine Regiebücher, nicht? Was heute die Archive bejammern. Es gibt ja nur Bücher mit Strichen drin, weil er das ja sehr schnell weggelegt hat. Und er hatte eine wunderbare Eigenschaft, im kleistischen Sinne, eine ganz große Naivität zu haben. Nicht? Also wirklich drauf gucken zu können, frisch auf etwas drauf gucken zu können. Wie er das gemacht hat, das weiß ich nicht. Das ist ein großes Talent von ihm gewesen. Die Anforderung an den Schauspieler war natürlich eine immense. Denn die Forderung, die er an sich selbst stellte, und er war ja von einer ungeheuren Disziplin, und von einer großen, wie soll ich sagen, ich meine, man sieht, was der Mann gearbeitet hat, das forderte er natürlich aber auch ein von jedem seiner Leute. 1962. Gründgens als König Philipp in Don Carlos. Ist's möglich? Konnte ein Vorwurf meiner Liebe Sie betrüben? Ein Wort betrüben, das die zärtlichste Bekümmernis auf meine Lippen legte? Verdiene ich diesen Argwohns hier? Ich heiße der reichste Mann in der getauften Welt. Die Sonne geht in meinem Reich nicht unter. Doch alles das besaß er andere schon, wird nach mir mancher andere noch besitzen. Das ist mein Eigentum. Was der König hat, gehört dem Glück. Elisabeth, dem Philipp. Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin. Sie fürchten's hier? Das graue Haar doch nicht. Wenn ich einmal zu fürchten angefangen, habe ich zu fürchten aufgehört. Gründgens letzte Rolle war der Philipp. War das eine Rolle, die eine besondere für ihn war, in die viel von ihm selbst einging? Ja, das glaube ich. Er war ja ein sehr isolierter Mensch. Er hatte wenig Freunde, fast gar keinen Umgang und eigentlich ein Einsamer. Und ich habe nie erlebt, dass ein Schauspieler nach einer großen Vorstellung so schnell abgeschminkt und in seiner Wohnung war und dann für niemanden mehr zu sprechen war. Und diese Vereinsamung, dieses etwas Säulenheilige, was er dann so mit den Jahren entwickelte, das schlägt sich nieder im Prospero und im Philipp vor allen Dingen. Don Carlos war Gründgens letzte Inszenierung am Deutschen Schauspielhaus 1962. Mit dem Ende der Spielzeit legte er sein Intendantenamt nieder, er starb kurz darauf. Das Gründgens-Ensemble zerfiel. Seine Art, Theater zu machen, wurde in den 60er Jahren bald als konventionell und antiquiert verschrien. Als Bertolt Brecht 1956 gestorben war, hörte das Berliner Ensemble nicht auf zu existieren. Sein politisches Programm und das Prinzip des epischen Theaters wurde vielmehr von den Mitarbeitern fortgetragen und weiterentwickelt. Zum Abschluss ein Ausschnitt aus Don Carlos. Er zeigt die berühmte Auseinandersetzung um die Gedankenfreiheit. Er zeigt auch den hochgespannten Stil und die große Geste Gründgenscher Inszenierungen. Er zeigt ebenfalls,
wie Gründgens selbst als Darsteller auch über andere Ausdrucksformen verfügte. Geben Sie, was Sie uns nahmen, wieder. Lassen Sie großmütig wieder starke Geister reifen in Ihrem Weltgebäude. Werden Sie von Millionen Königin ein König. Oh, könnte die Beredsamkeit von allen den Tausenden, die dieser großen Stunde teilhaftig sind, auf meinen Lippen schweben. Geben Sie die unnatürliche Vergötterung auf, die uns vernichtet. Werden Sie uns Muster des Ewigen und Wahren. Niemals, niemals besaß ein Sterblicher so viel, so Göttliches zu gebrauchen. Ein Federzug von dieser Hand und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. Sonderbarer Schwärmer. Sehen Sie sich um in seiner herrlichen Natur. Wie reich ist sie durch Freiheit, und auf Freiheit ist sie gegründet. Ihre Schöpfung, wie eng und arm. Er, der große Schöpfer, der Freiheit Erscheinung nicht zu stören. Er lässt des Übels grauenvolles Heer in seinem Weltall lieber toben. Ihn wird man nicht gewahr. Bescheiden verbirgt er sich in ewige Gesetze. Wie sieht der Freigeist? Doch nicht ihn. Wozu ein Gott, sagt er, die Welt ist sich genug. Und keines Christen Andacht hat ihn mehr als dieses Freigeists Lästerung gepriesen. Und denkt ihr, dieser erhabene Muster in der Sterblichkeit, in meinen Staaten nachzuahmen? Sie können es, wer anders? Stellen Sie der Menschheit verlorenen Adel wieder her, wenn dann der Mensch sich selbst zurückgegeben zu seines Wertsgefühl erwacht, der Freiheit erhabene, stolze Tugenden gedeihen, dann, Sire, wenn Sie zum Glücklichsten der Welt Ihr eigenes Königreich gemacht, dann ist es Ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen. Ich ließ euch bis zu Ende reden. Anders als sonst begreife ich wohl in Menschenköpfen, malt sich in diesem Kopf die Welt. Ich bin der Erste, dem ihr euer Innerstes enthüllt. Ich glaube es, weil ich es weiß. Um dieser Enthaltung willen, solche Meinungen mit solchem Feuer darum fasst, verschwiegen zu haben bis zu diesem Augenblick, um dieser bescheidenen Klugheit willen, junger Mann, will ich vergessen, dass ich sie erfahren, wie ich sie erfahren. Geh auf. Ich will den Jüngling, der sich übereilte, als Mann und nicht als König widerlegen. Ich will es, weil ich es will. Aber flieht meine Inquisition. Es sollte mir leid.